Das zweite Panel, was jetzt beginnen wird, hat das Thema, wie kann Rechtsstaatlichkeit in Europa gesichert werden? Es ist mehr nach vorne schauend. Und wir haben als Moderator für diesen zweiten Panel den Journalisten und Herausgeber des Verfassungsblogs Maximilian Steinbeiß gewinnen können. Er ist mit uns in der Bremer Landesvertretung hier und wird gleich auch zu sehen sein. Er arbeitete 10 Jahre als Politikredakteur und Korrespondent fürs Handelsblatt und ist inzwischen freier Rechts- und Verfassungspublizist und hat eben seit 2009 den Verfassungsblog, in dem verfassungsrechtliche und politische Themen aus dem In- und Ausland wissenschaftlich behandelt werden, und ist zu einem wichtigen Autorenblock geworden, in dem verfassungsrechtliche Fragen auch im Kontext der europäischen Integration verhandelt werden. Wir freuen uns nun aber für das zweite Panel als Mitdiskutanten, aber vor allen Dingen als Eröffnungsredner, den Justizkommissar der Europäischen Kommission, Didier Reynders, gewinnen zu können, der uns aus Brüssel zugeschaltet ist. Der Jurist hat in seinem Leben bereits viele Funktionen inne, die ich gar nicht alle aufzeigen will oder kann in dieser Zeit. Er zog 1992 für die Wallonische Liberale Partei in die belgische Abgeordnetenkammer ein. Und er ist uns allen bekannt geworden, weil er seit Juni 99 bis Dezember 2011 belgischer Finanzminister war und anschließend in 3 Regierungen in Belgien auch Außenminister war. Seit 1. Dezember 2019 ist er Kommissar für Justiz und Rechtsstaatlichkeit in der Kommission von Ursula von der Leyen. Herr Reynders, wir freuen uns, dass Sie da sind, und Sie haben das Wort. Ja, wir haben nochmal erneut Verbindungsprobleme, in diesem Fall mit der Kommission in Brüssel, und hoffen, sie bald regeln zu können. Deswegen steigen wir ein in das Panel, was geplant war. Den Moderator Maximilian Steinbeiß hatte ich ja schon angekündigt. Wir haben jetzt neben Didier Reynders, der gleich auch als Panelist dabei sein wird, Irena Speck, die ist zuständig für Grundsatzfragen der Europapolitik im Auswärtigen Amt. Herzlich willkommen. Dann natürlich die beiden Gastgeber, wenn man so will, den polnischen Ombudsmann Professor Dr. Bodnar und meine Vorstandskollegin vom Deutschen Institut für Menschenrechte, Professor Dr. Rudolf, und Frau Dr. Adamovic, Mitglied des Europaparlaments, die selber Ehefrau des ermordeten Danziger Oberbürgermeisters ist. Ich übergebe jetzt für die Moderation an den Moderator des Panels, Maximilian Steinbeiß. Genau, Sie haben das Wort. Thank you very much for these, Vielen Dank für diese freundlichen einführenden Worte. Ich denke, 3 Monate nach dem Beginn der Corona-Krise bewegen wir uns immer noch in unsicheren Gewässern, in diesen Hybrid-Meetings mit Zoom und dergleichen. Also möchte ich ohne weiteres einfach direkt zu der Podiumsdiskussion kommen. Und da unser Thema für diese Diskussion ist, wie kann Deutschland im Rahmen seiner EU-Ratspräsidentschaft zum Schutz der Rechtsstaatlichkeit beitragen, möchte ich gern meine erste Frage an die Vertretung der deutschen Bundesregierung richten, Irena Speck. Der Rat hat mich nicht sehr beeindruckt als jemand, der den Kampf aufnehmen könnte, bisher in Bezug auf die Rechtsstaatlichkeit, um das Mindeste zu sagen. Wird sich dies denn ändern unter der deutschen Ratspräsidentschaft? Und wenn ja, wie? Vielen Dank, dass ich in diesem Podium sein darf. Und vielen Dank auch für die Keynote, die auch die Basis gelegt hat für unsere Übernahme der Ratspräsidentschaft nächste Woche. Was ich sagen kann, ist, dass die Rechtsstaatlichkeit sehr hoch oben stehen wird auf der Agenda der Präsidentschaft, und zwar aus offensichtlichen Gründen. Rechtsstaatlichkeit ist kein nice to have, sondern eine Voraussetzung für das Funktionieren der EU. Das ist der Schutz des Schutzes und am Ende auch der Grundstein unserer gemeinsamen Wertegemeinschaft in Europa. Dringend haben wir dies erlebt in den letzten Monaten der Krise, und dass die Rechtsstaatlichkeit auch in der EU unter Druck ist. In diesem Moment müssen wir wirklich zeigen, wie ernst wir es meinen mit der Rechtsstaatlichkeit.
In unserer Präsidentschaft werden wir uns auf mehrere Stränge konzentrieren. Das geht auch schon zur Antwort auf Ihre erste Frage, nämlich das Verfahren des Artikel 7 gegen Polen und Ungarn, wo es ein Defizit in Compliance gegenüber der Rechtsstaatlichkeit besteht. Gibt es Mechanismen in den europäischen Verträgen und diese sind dann resolut anzuwenden. Dies gilt zunächst einmal für die Verfahren gemäß Artikel 7 der Europäischen Union und für das Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof. Wir werden die Kommission und das Europäische Parlament im Artikel 7 Verfahren, das eingeleitet wurde gegen Polen und Ungarn, unterstützen. Der zweite Handlungsstrang, auf den wir uns konzentrieren, ist die Finanzierung des EU-Haushalts in Verbindung mit den Rechtsstaatlichkeitsstandards. Hier werden wir auch sehr stark die Einhaltung des Grundsatzes Rechtsstaatlichkeit beachten. Das wird auch Gegenstand der Verhandlungen zum Jahresrahmen sein, sobald die Staatsoberhäupter ihre Position gegenüber dem Rat vorgelegt haben. Die Compliance mit den Rechtsstaatlichkeitsstandards in der EU und den Mitgliedstaaten ist die grundlegende Voraussetzung für den Einsatz der Mittel aus dem EU-Haushalt. Der Mechanismus, und ich bin sicher, Kommissar Reynders hätte dazu etwas gesagt oder wird dies noch später tun. Der Mechanismus gilt, wenn die allgemeinen Defizite der Rechtsstaatlichkeit in einem Staat auftreten, die die Haushaltsbeziehung beeinträchtigen könnten. Dann kann die Kommission Maßnahmen ergreifen, diese Probleme zu beheben, einschließlich der Reduzierung oder Einschränkung in verhältnismäßiger Art. Wir unterstützen die Kommission in diesem Bestreben und machen die Haushaltsfinanzierung abhängig von der Einhaltung der Rechte in den Mitgliedstaaten. Wenn man sich das anschaut, sieht man, dass dies alles Korrekturmaßnahmen sind, die Erstgeltung erlangen, sobald der fundamentale Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit tatsächlich verletzt wurde. Was jedoch bis jetzt fehlt, ist ein präventiver Mechanismus, der nach vorn schaut und kooperativ ist und alle Mitgliedstaaten auf gleiche Weise einbezieht, auf Augenhöhe. Ein Mechanismus, der einen konstruktiven Dialog zwischen Gleichen ermöglicht und gegenseitiges Verständnis ermöglicht, dahingehend, wie man am besten mit Fragen der Rechtsstaatlichkeit umgeht. Ein Mechanismus, der schwierige Situationen überhaupt erst verhindert. Das ist es, was wir hier gerne einleiten möchten im Rat unter unserer Präsidentschaft. Was wir schaffen möchten, ist ein präventives Instrument, das uns ermöglicht, einen offenen und konstruktiven Dialog zur Rechtsstaatlichkeit zu eröffnen, da wir so etwas noch nicht gesehen haben. Und hier ist es, wo die Arbeit der Kommission und unserer Präsidentschaft zusammengebracht werden. Die Kommission wird hier eine Ankündigung treffen zur Rechtsstaatlichkeit. Jetzt gibt es hier eine Überlagerung. Kommissar Reynders ist jetzt, glaube ich, zugeschaltet. Ja, Entschuldigung. Bitte. Ich hatte gerade gesagt, dass Sie den ersten Jahresbericht zur Rechtsstaatlichkeit im September vorlegen werden. Und Sie sind davon ausgegangen, dass der Rat und das Europäische Parlament umfassende Nachfassungen vorlegen. Wir als Präsidentschaft sehen dann eine wesentliche Verantwortung für uns. Wir werden auch uns vorrangig mit diesem Bericht befassen. Das heißt, der erste Jahresbericht zur Rechtsstaatlichkeit für alle Mitgliedstaaten wird der Beginn sein eines kritischen Dialogs im Rat zur Rechtsstaatlichkeit. Entwicklungen in Europa werden adressiert werden, ebenso wie alle länderspezifischen Kapitel. In diesem Mechanismus werden sich die Mitgliedstaaten einer gegenseitigen Überprüfung der Rechtsstaatlichkeit unterwerfen. Und dies wird die Form annehmen von zwei Diskussionen, einer jährlichen Besprechung des Berichts insgesamt und seiner horizontalen Aspekte und halbjährliche Diskussionen zu den länderspezifischen Kapiteln des Berichts, sodass alle Mitgliedstaaten Schritt für Schritt auch abgedeckt werden. Unser Ziel ist es, ein besseres Verständnis der Situation in jedes Mitgliedstaates zu fördern. Dies in frühem Stadium zu erkennen und in der Lage zu sein, gegenseitige Unterstützung anzubieten. Wir glauben, dass die Tatsache, dass wir uns auch länderspezifischen Themen widmen, besonders wichtig ist, weil die Rechtsstaatlichkeit Fragen betrifft, die nicht dieselben sind überall in Europa.
Die justizpolitischen und wirtschaftlichen Systeme sind uns sehr bewusst in jedem Mitgliedstaat. Richter Majdowski hat das bereits auch im ersten Podium betont. Wir würden also allen Mitgliedstaaten gern die Möglichkeit geben, die Entwicklungen zu erläutern, die im Bericht verfasst sind, im Kontext der eigenen Systeme. Während unserer Präsidentschaft wollen wir den Schwerpunkt auf diese vorausschauenden, konstruktiven Dialog zwischen Gleichen legen, denn wir glauben zutiefst, dass wir die Rechtsstaatlichkeit auf das zurückführen sollten, was sie sein soll. Nicht etwas, was uns trennt, sondern was uns vereint in Europa. Eine Kultur der Rechtsstaatlichkeit oder, um das mit den Worten von Herrn Majdowski auszusprechen, die Rechtsstaatlichkeit, das sind wir alle. So hat er ja begonnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you very much for this. Vielen lieben Dank für diese Einführungsbemerkung. Ich verstehe, dass wir nun unseren Justizkommissar hier auch mit an Bord haben. Sie haben wir kurz schon gehört und nun bitte das Wort an Sie. Ja, wenn Sie mich hören können, dann werde ich vielleicht ganz kurz erklären, dass wir natürlich hier versuchen, all unser Möglichstes anzustrengen, Rechtsstaatlichkeit wiederherzustellen in all unseren Mitgliedsländern. Und das fällt natürlich auch unter die EU-Ratspräsidentschaft. Und es war durchaus sehr interessant, sich anzuhören, wie diese Ratspräsidentschaft für die nächsten Monate geplant ist. Die Rechtsstaatlichkeit ist natürlich eine der grundlegenden Werte der Europäischen Union und ist auch im Artikel 2 des Vertrages niedergeschrieben. Was so wichtig ist, dass sie natürlich den Respekt aller anderen Werte gewährleistet, die Grundrechte zum Beispiel Europa und die Lebensweise, also die Definition der verschiedenen Artikel des Vertrages. Ich freue mich, dass ich mich dieses Thema hier in einer Veranstaltung kümmern kann, die von einer Menschenrechtsorganisation organisiert wird, die natürlich eine ganz grundlegende Rolle spielen. Die Institutionen der Menschenrechte sind grundlegend und machen sie zu einer Realität für alle. Die Überwachung der Situation auf nationaler Ebene wird gewährleistet. Es werden Beratungen angesprochen, beraten Regierungen, Parlamente, führen Untersuchungen durch, verabschieden Empfehlungen und beteiligen sich an strategischen Rechtsstreitigkeiten. Sie können den Bürgern, insbesondere den Schwächeren, helfen, mehr über ihre Rechte zu erfahren und wie diese durchgesetzt werden können. Außerdem führen sie wichtige Bildungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen durch. Wie Sie wissen, haben die jüngsten Entwicklungen in Europa die Rechtsstaatlichkeit ganz oben auf die Tagesordnung der EU gesetzt. Und ich bin mir bewusst, dass in einigen Mitgliedstaaten auch die nationalen Menschenrechtsinstitutionen in den letzten Jahren Schläge für ihre Unabhängigkeit und ihre effektive Arbeit erfahren haben. Diese Entwicklungen werfen wichtige Fragen auf. Lassen Sie mich zunächst damit beginnen und daran erinnern, dass die Organisation der Justiz in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fällt, die bei der Ausübung dieser Zuständigkeit das EU-Recht einhalten müssen. Die Wahrung der Rechtsstaatlichkeit liegt daher in erster Linie in der Verantwortung der einzelnen Mitgliedstaaten. Die Kommission hat aber natürlich auch eine Verantwortung, diese Rechtsstaatlichkeit in der Union zu wahren. Und die Kommission verfügt bereits über ein bereits erwähntes Instrumentarium. Diese Werkzeuge sind zum Beispiel die länderspezifischen Empfehlungen im europäischen Semester oder auch der EU. Justizanzeiger, der vergleichende Informationen über die nationalen Justizsysteme in der EU im Hinblick auf ihre Unabhängigkeit, Qualität und Effizienz liefert. Und die nächste Ausgabe wird dann auch im Juli, im nächsten Monat, also veröffentlicht. Es gibt auch die bekannte Möglichkeit, Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten, wenn gegen das EU-Recht verstoßen wird. In den letzten Jahren haben wir gesehen, wie der Europäische Gerichtshof in dieser Hinsicht eine wichtige Rechtsprechung entwickelt hat, in der er die Verbindung zwischen der Rechtsstaatlichkeit und der Achtung des EU-Rechts hervorhebt. Aber es ist auch klar, dass wir natürlich mehr tun müssen und natürlich auch über diesen traditionellen Werkzeugkasten hinausdenken müssen. Im letzten Jahr hat die Kommission deshalb einen wichtigen Reflexionsprozess angestoßen. Das Ergebnis war eine Mitteilung der Kommission vom Juli 2019, die sich dabei auf drei Themen konzentriert. Erstens müssen wir in der Öffentlichkeit
eine Kultur der Rechtsstaatlichkeit fördern. Zweitens müssen wir verhindern, dass Probleme der Rechtsstaatlichkeit überhaupt erst entstehen oder sich verschlechtern. Und drittens, eine Antwort ist notwendig. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir effektiver auf bedeutende Probleme reagieren können. Vom ersten Tag an verpflichtete sich Präsident von der Leyen, diese Arbeit fortzusetzen. Heute werde ich versuchen, mich darauf zu konzentrieren, was das konkret bedeutet. Was die Förderung betrifft, so geht es beim Aufbau einer Rechtsstaatskultur darum, den EU-Bürgern besser bewusst zu machen, was Rechtsstaatlichkeit für sie in ihrem Fall tatsächlich bedeutet. Dies erfordert weitere Anstrengungen zur Verbesserung des Wissens der breiten Öffentlichkeit über rechtsstaatliche Standards und Anforderungen des EU-Rechts. Nationale Menschenrechtsinstitutionen können in diesem Zusammenhang eine wertvolle Rolle spielen, auch durch die Organisation von Debatten, so wie wir sie heute hier durchführen. Ich bin auch dankbar für die engagierte Arbeit von Journalisten und wissenschaftlichen Foren zu diesem Thema, wie zum Beispiel der bereits erwähnte Verfassungsblock, den Sie in Deutschland haben. Die Kommission hat sich verpflichtet, die Interessengruppen und die Zivilgesellschaft in ihren Bemühungen zu unterstützen. Unsere Justizfonds stellen eine wichtige Unterstützung für eine Reihe von Organisationen der Zivilgesellschaft da. Und ich freue mich, dass wir im Haushaltsentwurf der Kommission für 2021, den das Kollegium diese Woche angenommen hat, Kürzungen dieser Mittel vermieden haben. Wir können also weiterhin auch eine Unterstützung der Zivilgesellschaft ermöglichen in eben diesem Prozess. Der zweite große Teil unserer Arbeit befasst sich mit der Prävention. Hier geht es darum, rechtsstaatliche Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Dazu brauchen wir ein besseres Verständnis für die Situation der Rechtsstaatlichkeit in der gesamten EU. Darum geht es bei dem neuen umfassenden europäischen Rechtsstaatlichkeitsmechanismus. Als Justizkommissar habe ich die Ehre, die Arbeit der Kommission an diesem Dossier zu leiten. Als Teil dieses neuen Mechanismus koordiniere ich die Arbeit der Kommission zum ersten Jahresbericht zur Rechtsstaatlichkeit, der alle 27 EU-Mitgliedstaaten mit abdecken wird. Unsere Dienste beobachten bedeutende Entwicklungen, sowohl positive als auch negative, in vier Hauptbereichen. Erstens die Justizsysteme, zweitens der Antikorruptionsrahmen, drittens bestimmte Fragen im Zusammenhang mit dem Medienpluralismus und viertens andere institutionelle Fragen im Zusammenhang mit der Gewaltenteilung. In diesem Rahmen beobachten wir auch die Situation unabhängiger Behörden, einschließlich nationaler Menschenrechtsinstitutionen. Schließlich wird der Bericht gegebenenfalls auch die jüngsten Entwicklungen in Bezug auf die während der Covid-19-Pandemie ergriffenen Notfallmaßnahmen widerspiegeln. Bislang haben wir schriftliche Beiträge von allen EU-Mitgliedstaaten erhalten, aber auch von mehr als 200 Interessengruppen. Da haben wir klassische bekommen von der Menschenrechtsorganisation in Genf, aber natürlich auch andere Beiträge der Zivilbevölkerung. Dazu gehört auch der Beitrag des Europäischen Netzwerks der nationalen Menschenrechtsinstitutionen. Ich weiß, dass sowohl der polnische Menschenrechtskommissar als auch das Deutsche Institut für Menschenrechte ebenfalls wertvolle Beiträge geleistet haben. In einem nächsten Schritt haben meine Dienststellen in den letzten Wochen sogenannte virtuelle Länderbesuche in jedem Mitgliedstaat ausgeführt. Dazu gehören auch Deutschland und Polen. Und ich bin dankbar für die mehr als 300 Treffen mit nationalen Behörden und Interessenvertretern, die kooperativ, offen und informativ ausgeführt wurden. In diesem Zusammenhang hatten meine Dienste noch einen sehr aufschlussreichen Austausch mit Herrn Bodnar über die aktuelle Situation in Polen. Dank aller eingegangenen Beiträge kommen wir gut voran und bleiben auf Kurs, um den Bericht wie geplant im September zu veröffentlichen. Nach der Annahme des Berichts durch das Kollegium wird er dann als Grundlage für die kommende deutsche Ratspräsidentschaft dienen, um eine echte politische Debatte über Rechtsstaatlichkeit zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten im Rat anzustarten. Und vielen Dank noch einmal an die Präsidentschaft für die Unterstützung.
Es gibt erst eine allgemeine Herangehensweise im Jahresbereich und dann haben wir diese länderspezifischen Einschätzungen während dieser Ratspräsidentschaft. Und vielleicht haben wir dann bei der nächsten Präsidentschaft unter Portugal die Möglichkeit, dies fortzuführen. Dies muss natürlich in dem Europäischen Parlament und in den Mitgliedstaaten ausgeführt werden, insbesondere in den nationalen Parlamenten, aber auch mit der Zivilgesellschaft. Und ich kann Ihnen versichern, dass ich mich voll und ganz dafür einsetzen würde. So haben wir die Möglichkeit, eine wirkliche Kultur der Rechtsstaatlichkeit in allen Mitgliedstaaten wiederherzustellen und auch in der Zivilbevölkerung. Die nationalen Menschenrechtsinstitutionen werden eine wichtige Rolle spielen und diese Debatte anzustoßen. Und ich zähle dabei auch auf Ihre Unterstützung. Ziel ist es, einen regelmäßigen jährlichen Zyklus anzustoßen und der EU den Anstoß zu geben, Herausforderungen für die Rechtsstaatlichkeit auf kooperative Weise anzugehen. Kommen wir nun zu unserem dritten Arbeitsstrang. Das war die Antwort oder die Reaktion. Unsere Arbeit zur Schaffung einer besseren Rechtsstaatlichkeit in der EU und zur Verhinderung von Problemen kann natürlich richtige Abhilfemaßnahmen nicht ersetzen, wenn sie notwendig werden. Beginnen wir mit Vertragsverletzungsverfahren. Wenn die Unabhängigkeit der Justiz eines Mitgliedstaates gefährdet ist, dann kann die Kommission ein solches Vertragsverletzungsverfahren gegen diesen Staat einleiten. Zum Beispiel, um die richterliche Unabhängigkeit zu schützen, so hat Polen zum Beispiel mehrmals angerufen und jedes Mal mit Erfolg. Lassen Sie mich ein paar Worte zu den laufenden Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen sagen. Am 10. Oktober 2019 beschloss die Kommission, Polen wegen der neuen Disziplinarordnung für Richter vor den Gerichtshof zu bringen. Der Grund dafür war, dass dieses Regime die richterliche Unabhängigkeit untergräbt, da es nicht die Garantie bietet, polnische Richter vor politischer Kontrolle zu schützen. Am 14. Januar 2020 beschloss die Kommission, den Gerichtshof um die Verhängung einstweiliger Maßnahmen gegen Polen zu ersuchen und ihm aufzugeben, die Tätigkeit der Disziplinarkammer des obersten Gerichtshofs auszusetzen. Am 8. April 2020 entschied der Gerichtshof, dass Polen die Anwendung der nationalen Bestimmung über die Befugnisse der Disziplinarkammer unverzüglich aussetzen muss. Die Anordnung, die den Standpunkt der Kommission in vollem Umfang bestätigt, gilt, bis das Gericht sein endgültiges Urteil gefällt hat. Am 8. Mai 2020 legten die polnischen Behörden der Kommission einen Bericht vor, in dem die Maßnahmen zur Umsatz dieser einstweiligen Verfügung des Gerichtshofs dargelegt wurden. Nach der Analyse dieses Berichts war die Kommission nicht in der Lage, zu dem Schluss zu kommen, dass Polen alle notwendigen Schritte unternommen hatte, um dieser Anordnung auch nachzukommen. Was ist der Grund dafür? Am 5. Juni 2020 habe ich dem polnischen Justizminister ein Schreiben zukommen lassen, in dem ich unsere Bedenken erläutere und ihn zur Richtigstellung oder Klarstellung auffordere und weitere Informationen bis zum 24. Juni 2020. Wir haben gestern Abend tatsächlich eine Antwort erhalten, was das neue polnische Justizgesetz betrifft, das sogenannte Maulkorbgesetz, hat das Kollegium am 29. April 2020 beschlossen, ein neues Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten. Wir haben eine sorgfältige Analyse der betreffenden Gesetzgebung durchgeführt und auf dieser Grundlage kamen wir zu dem Schluss, dass einige Bestimmungen die richterliche Unabhängigkeit betreffen. Den Grundsatz des Vorrangs des EU-Rechts, das Funktionieren des Vorabentscheidungsverfahrens, die Charta der Grundrechte der Europäischen Union und die allgemeine Datenschutzverordnung. Die polnische Regierung hat jetzt noch Zeit bis zum Ende dieses Monats, um auf unser Schreiben zu beantworten. Aber die EU hat natürlich auch andere Mittel, um die Rechtsstaatlichkeit auch durch Druck durchzusetzen. Das eine ist das in Artikel 7 des Vertrages über die Europäische Union festgelegte Verfahren. Dieses Verfahren kann dann eingeleitet werden, wenn eine eindeutige Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung vorliegt, und zwar eine Verletzung der Bestimmung des Artikels 2 des Vertrags über die Europäische Union, zu denen natürlich auch die rechtsstaatlich gehört.
Dieses Verfahren sieht die schwerste Sanktion vor, die die EU gegen einen Mitgliedstaat verhängen kann. Und damit rede ich über die Aussetzung oder Suspendierung der Stimmrechte im Rat. Die Einleitung dieses Verfahrens zuerst gegen Polen durch die Kommission und dann gegen Ungarn durch das Parlament ist ein beispielloser Schritt in der Geschichte der Union. Ich bin überzeugt, dass das Verfahren nach Artikel 7 fortgesetzt werden sollte, solange die Situation auf eine ernsthafte und systemische Bedrohung der Rechtsstaatlichkeit in diesen Mitgliedstaaten hindeutet. Auch wenn dies dazu beiträgt, den politischen Druck auf die betroffenen Mitgliedstaaten aufrechtzuerhalten, kann der Artikel 7 natürlich nur ein Instrument unter anderen sein. Ein Grund dafür ist, dass, und das wissen Sie, dass die Abstimmungsverfahren zur Annahme von Empfehlungen oder Sanktionen im Rat besonders anspruchsvoll sind. Ein letztes reaktives Instrument unseres Werkzeugkastens ist bisher noch nicht einsatzbereit. Es ist ein Vorschlag für einen Mechanismus zum Schutz des EU-Haushalts bei Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit in einem bestimmten Mitgliedstaat. Er wird derzeit vom Europäischen Parlament und vom Rat geprüft. Sollte dieser Vorschlag angenommen werden, könnte er einen sehr wichtigen Beitrag zum Schutz der Rechtsstaatlichkeit in der EU leisten. In dieser Hinsicht zähle ich natürlich auch auf Sie und auf die Unterstützung der deutschen Ratspräsidentschaft. Denn es wäre ganz wichtig, eine solche Konditionalität einzuführen, wenn die Rechtsstaatlichkeit und bestimmte Politiken eingehalten werden, wenn es eine Vereinbarung gibt für die nächste Generation der EU. Denn das bedeutet, dass wir vielleicht mehr Geld schneller ausgeben werden mit einer höheren Flexibilität als in der Vergangenheit. Es ist dementsprechend wichtig, einen solchen Schutz des EU-Haushaltes einzurichten. Mit der Einrichtung des Generalstaatsanwaltes der EU, aber natürlich auch gebunden an die Konditionalität der Rechtsstaatlichkeit und der Finanzierung bestimmter Maßnahmen. Artikel 7 kann natürlich aufgrund des Verfahrens bestimmte Probleme darstellen durch die qualifizierte Mehrheit oder die Einstimmigkeit, die in bestimmten Schritten in Artikel 7 erfordert wird. Und dementsprechend beharre ich auf dem Fakt der Konditionalität des neuen Verfahrens, das sehr wichtig ist, um mit dieser qualifizierten Mehrheit auch wirklich arbeiten zu können, um ein solches Instrument einsetzen zu können. Schlussfolgernd möchte ich noch einmal sagen, dass die Kommission nach wie vor entschlossen ist, alle ihr zur Verfügung stehenden Instrumente zur Aufrechterhaltung der Rechtsstaatlichkeit in unserer Union einzusetzen. Wir werden vielleicht einige neue Werkzeuge hinzufügen. Damit wollen wir natürlich keinen beeindrucken. Wir werden weiteren Vertragsverletzungsverfahren einleiten. Wir arbeiten mit dem Dialog, mit dem Artikel 7, mit allen anderen Instrumenten, die uns zur Verfügung stellen. Mit dem Jahresbericht haben wir seit September nun ein neues Instrument und vielleicht nun ein neues Instrument durch die Konditionalität, die durch die Finanzierung auswärtiger Politik wirkt wird. Nationale Menschenrechtsinstitutionen sind wichtige Partner für die Kommission und ich bin recht dankbar für die Gelegenheit, heute mit Ihnen diskutieren zu können. Und vielleicht noch abschließend, wenn der Jahresbericht zur Rechtsstaatlichkeit im September vorgelegt wird, sagte ich, wäre es sicherlich wichtig, mit dem Rat darüber ins Gespräch zu kommen, auch mit dem Parlament, aber vielleicht auch ins Gespräch mit den einzelnen Mitgliedstaaten zu gehen, auf nationaler Ebene, mit den Parlamenten, aber auch mit der Zivilbevölkerung. Und auch dort wieder zähle ich auf die nationalen Menschenrechtsinstitutionen, um an solchem Prozess teilzuhaben und die Rechtsstaatlichkeit in allen Mitgliedstaaten wiederherzustellen. Recht herzlichen Dank für Ihre Einladung und natürlich auch für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kommissar Reinders, für diese Keynote. Ich habe gehört, dass Sie uns relativ zeitig verlassen müssen. Insofern wollen wir ganz schnell fortfahren mit unserer Podiumsdiskussion. Der Menschenrechtsbeauftragte Bodnar, ich denke, wir sind uns alle der Sensibilität bewusst, mit der deutsche Versuche der Einmischung in polnische Angelegenheit betrachtet wird. Die ist natürlich hoch. In welchem Maße, glauben Sie, ist es, dass die deutsche Ratspräsidentschaft vorsichtig vorgehen muss, was Polen anbetrifft? Und im Allgemeinen, was erwarten Sie seitens des polnischen Volkes, der polnischen Bürger?
in Bezug auf die 6 Monate, die vor uns liegen in Europa? Zunächst einmal würde ich gerne, ja, bitte sehr. Maximilian, wer hat jetzt das Wort? Herr Bodnar, bitte. Gut, vielen Dank. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank dafür, dass Sie unsere Einladung angenommen haben, sich an dieser wichtigen Konferenz zu beteiligen. Und ich möchte auch unseren Partnern vom Deutschen Institut für Menschenrechte danken für die Veranstaltung. Ich bin sehr glücklich, dass ich nach Kommissar Rhein das sprechen darf und seinen Aussagen zu den Plänen für die Kommission. Und mir erscheint der wichtigste Punkt zu sein, dass die deutsche Präsidentschaft im Wesentlichen auch auf die Zusammenarbeit mit der EU zur Rechtsstaatlichkeit setzen muss. Ich denke, das Wichtigste ist, dass es eine Kooperation gibt und auch eine Strategie. Denn nach all den Jahren wissen wir mehr oder weniger, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und vielleicht darf ich mich auf einige dieser Themen konzentrieren. Zunächst möchte ich sagen, dass ich als Ombudsmann nahezu 5 Jahre im Amt bin. Das Amt nähert sich seinem Ende. Und während der Amtszeit gab es im Wesentlichen 2 Themen. Ein Thema war die Rechtsstaatlichkeit, ein immer noch wichtiges Thema, wie Sie wissen. Und das andere würde ich bezeichnen als Versuch zu einem liberalen Veränderung in Polen und der Widerstand dagegen. Aktuell beobachten wir einen weiteren Schritt in diesem Prozess, was den Schutz der LGBTI-Rechte betrifft. Und jetzt möchte ich noch einmal mich an das anschließen, was Professor Huber sagte, nämlich zur Erläuterung des Wertes der Rechtsstaatlichkeit und der Rechte für unsere Bürger. In meiner Amtszeit habe ich mehr als 200 polnische Städte besucht, wo ich mit Bürgern zusammengetroffen bin. Und ich glaube wirklich, dass sie ein tiefgreifendes Verständnis dessen haben müssen, warum sie Rechte haben müssen, weshalb diese Rechte für sie wichtig sind und warum nicht zugelassen werden sollte, dass man ihnen diese Rechte nimmt. Wir müssen also viel Zeit, Energie und Kreativität investieren darin, wie wir eine ordnungsmäßige bürgerliche Aufklärung und zu den Rechten, Aufklärung zu den Rechten vorantreiben können. Das dürfen wir nicht vergessen. Der zweite Punkt. Ich werde auf jeden Fall nicht ins Detail gehen im Hinblick auf all diese verfassungsrechtlichen Änderungen, die aktuell ablaufen in Polen. Aber es gibt ja diese Salami-Taktik, die wir oft zitieren, wird hier angewandt. Seit 4 Jahren haben wir den Prozess, dass die Unabhängigkeit verschiedener Institutionen immer mehr eingeschränkt wird. Und die Europäische Union war natürlich in verschiedene Prozesse einbezogen und hat hier eingegriffen. Ich denke, eine der wesentlichen Lektionen, die wir hier gelernt haben, ist, dass die herrschende Mehrheit in Polen im Wesentlichen den Zeitfaktor ausnutzt. Denn nach einigen Monaten, nach einigen Jahren anfänglicher Änderungen ist es sehr viel schwieriger, Veränderungen zu stoppen, die im Rechtssystem erfolgt sind. Schauen wir uns den Nationalen Justizrat an. Wir hatten diese Diskussion über den Ausweisung dieses Rates aus dem Europäischen Rat der Justizsysteme gesprochen. Dies braucht Zeit und es ist auch recht schwierig, die Aktivitäten dieses Organs einzuleiten. Das heißt, wir haben hier diesen riesigen Einfluss der Exekutive. Und in der Zwischenzeit trifft der Nationale Rat auch zahlreiche Entscheidungen. Und mir scheint, wenn man zurückblickt, ist es für uns eine wichtige Lehre. In 2018, als Urban, als das Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet wurde, es gab dann eine Interim-Anordnung des Gerichtshofes, die Pensionierung von Richtern aus dem obersten Gericht, das war wirklich ein Erfolg. Diese Interim-Maßnahme begann diesen Prozess wirklich schwieriger Maßnahmen im obersten Gericht. Und 20 Richter konnten zurückkehren zur Urteilsfindung. Jetzt sind wir in einer sehr viel schwierigeren Phase. Zunächst wissen wir,
dass das Urteil des vom 19. November 2019, hier haben wir den Prozess der Benennung der Richter angefochten durch den Nationalrat der Justiz. Dieses Urteil wurde in hohem Maße von den polnischen Behörden angefochten als Ergebnis der Annahme des sogenannten Maulkorbgesetzes. Es ist gut, dass dies zur Kenntnis des Europäischen Gerichtshofes gelangt ist und nach diesem Austausch von Schreiben, den wir hier hatten, und man kann natürlich ahnen, was da drin stand, früher oder später wird dieser Fall vor den EuGH gebracht. Wir sollten uns aber auch mit zwei anderen Fragen befassen. Die erste Frage betrifft, ob diese Interim-Anordnung durch den Gerichtshof in Bezug auf die Disziplinarkammer und Disziplinarrichter im obersten Gericht wirklich umgesetzt wird, vollstreckt wird. Denn ich habe das Gefühl, dass dieses Urteil gar nicht umgesetzt wird. Und natürlich ist es auch so, dass Maßnahmen der Behörden, die ergriffen werden, einfach offensichtlich eine Erklärung des Mangels an Willen der Einhaltung dessen darstellen. Ich denke hier auch an eine Unterwerfung eines polnischen Richters unter dieses Verfahren, das heißt die Enthebung der Immunität durch die Disziplinierkammer. Das war nur erst 2 Monate nach dieser Interimsanordnung. Das ist wirklich wichtig, denke ich. Denn wenn die Europäische Union zulässt, dass das EU-Recht ignoriert wird oder auf dem Grundsatz des Rosinenpickens angewandt wird, verheißt das nichts Gutes für die Zukunft der europäischen Integration. In diesem Kontext würde ich auch noch einen anderen Prozess erwähnen, der insbesondere im Hinblick auf den Schutz der Rechtsstaatlichkeit in Europa von Bedeutung sein könnte, nämlich der europäische Haftbefehl. Nach dem SEMA-Fall sind wir in einem ganz anderen Stadium, nämlich in einem Stadium, wo bestimmte inländische Gerichte sich bereits weigern, polnische Einzelpersonen auf der Grundlage des europäischen Haftbefehls auszuliefern, indem sie sich auf Probleme mit der Justizunabhängigkeit berufen. Ich denke, es ist wichtig, dass die Europäische Kommission und auch die europäische Präsidentschaft sich das anschauen und zu prüfen, worin die Konsequenzen bestehen für die gegenseitige Anerkennung von Urteilen und die gemeinsame Zusammenarbeit in Rechtsfragen im Rahmen der Probleme der Rechtsstaatlichkeit in Polen. Es gibt einen Beschluss des Landgerichts Karlsruhe, in dem dieses Gericht sich weigerte, eine Auslieferung vorzunehmen. Aber es gibt auch einen Beschluss des slowakischen Gerichts in Bezug auf eine polnische Einzelperson. Beide sind wichtig für die Frage der zukünftigen polnischen Integration. Ich freue mich auch, dass wir darüber sprechen, und ich schätze hier auch den Schritt der Kommission, im Hinblick auf den Jahresbericht zur Rechtsstaatlichkeit. Ich muss sagen, dass ich vor einer Sache Angst habe. Wir können in eine zusätzliche Diskussion geraten, eine zusätzliche Prüfung, eine zusätzliche Bewertung. Aber was hier von wesentlicher Bedeutung ist, ist der Zeitfaktor. Nach 3-4 Monaten wird die Situation noch einmal ganz anders aussehen als zuvor. In meiner Ansicht nach ist es hier also wichtig, eine Strategie zu haben, eine Strategie, die einen bestimmten Effekt umfasst, der zu erzielen ist. Beispielsweise, selbst wenn wir zurückblicken auf das Maulkorbgesetz in Januar wurde in Polen dazu das gesagt, und wir denken, dass dieser Fall auch bald vor dem Gerichtshof ist. Ich gehe hier auch davon aus, dass bestimmte Verfahren vor dem EuGH ablaufen. Aber im September wird die Realität doch wieder anders aussehen, als das im Frühling der Fall war. Und diese Verfahren könnten vielleicht eher abgeschlossen sein. Ich denke also, dass der Zeitfaktor in diesem Kontext von großer Bedeutung ist. Daneben möchte ich auch noch Bezug nehmen auf ein Thema, was bereits im vorherigen Podium erwähnt wurde und was ich für sehr wichtig halte. Wir haben hier im Bereich der Rechtsstaatlichkeit einen weiteren Akteur, nämlich den Europäischen Menschenrechtsgerichtshof. Der Europäische Menschenrechtsgerichtshof
könnte ein wesentlicher Akteur in Bezug auf die Unabhängigkeit der Justiz sein, die Rechte des Gerichts, aber auch zur Situation der Erhaltung der Situation einzelner Richter. An Frau Richterin Angelika Nussberger hat hier diesen schönen Vergleich gebracht mit der Feuerwehr, dass sowohl Luxemburg und Straßburg als Gerichte wie eine Feuerwehr agieren könnten. Aber unglücklicherweise kann ich dies nicht zum Gerichtshof sagen, dass man hier wirklich versucht, als Feuerwehr zu fungieren, indem alle diese unterschiedlichen Fälle in unterschiedlichen Anordnungen bearbeitet werden. Der EuGH, scheint es mir, dass die Feuerwehr gerade erst die Station verlassen hat und noch weit vom Brand entfernt ist. Wir haben ja einige Fälle, die kommuniziert wurden, aber wir haben noch keine Vorstellung davon, zu welchen Terminen die Verhandlungen stattfinden in diesen Fällen. Und wenn wir dann Urteile in 2, 3 Jahren erwarten können, dann sind diese gar nicht mehr relevant. Das ist also wichtig, dass der EuGH hier die Dinge in Polen, in Ungarn und anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union ernst nimmt. Zum Abschluss möchte ich noch sagen, was jetzt auf dem Spiel steht, ist nicht nur die Zukunft Polens. Professor Präsident Małgorzata Gersdorf hat hier sehr dramatische Worte verwendet, um diese Situation in Polen zu beschreiben. Das ist die Zukunft der europäischen Integration. Denn diese europäische Integration beruht auf der gegenseitigen Anerkennung von Urteilen und gemeinsamer rechtlicher Zusammenarbeit und auf dem gemeinsamen Schutz europäischer Werte. Auch, und das möchte ich unterstreichen, ist das auch eine Geschichte der einzelnen Richter, deren einzelne berufliche Laufbahnen gefährdet sind. Wir können über eine Reihe von Lösungen reden, aber einer dieser Richter Jucic, der gerade im EU-Recht tätig war, wurde suspendiert. Und das ist ein sehr praktisches und konkretes Beispiel eines Richters, der hier leidet. Es gibt weitere Richter, die sich Disziplinarverfahren oder Aufklärungsverfahren ausgesetzt sehen, wie ihr Opfer wird gebracht, nicht nur um die polnische Demokratie zu retten, sondern auch die Demokratie auf europäischer Ebene. Wir sollten hier also bedenken, dass dies nicht nur eine institutionelle Diskussion ist, sondern auch eine Diskussion zu wirklichen Opfern, die gebracht werden im Leben sehr engagierter Richter und anderer Beamter. Vielen Dank. Vielen Dank, Adam Bodnar. Sie erwähnten bereits, dass die Gerichte und natürlich auch die europäischen Gerichte und die Feuerwehr vielleicht ihre Feuerwehrstation bereits verlassen haben, aber noch sehr weit vom Brand entfernt sind. Und das Verfahren nach Artikel 7 ist lange im Gespräch, aber es fällt doch schwer, dort konkreter Fortschritte zu entdecken. Das könnte vielleicht vielversprechender aussehen. Es gibt da sicherlich das eine oder andere, was einen Unterschied macht. Und das wäre tatsächlich, diese Regierungen dort zu treffen, wo es am meisten wehtut. Und das ist natürlich die Finanzierung. Kommissar Reyners erwähnte es und auch Frau Speck erwähnten den Vorschlag bezüglich den EU-Haushalt oder beziehungsweise die Finanzierung seitens der EU abhängig zu machen von der Einhaltung der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit im jeweils empfangenen Land. Professor Rudolph, ist die Konditionalität tatsächlich der Schlüssel für dieses Problem? Ich glaube, es gibt tatsächlich nicht eine einzige Lösung, um die Rechtsstaatlichkeit zu wahren. Ich glaube, was wir tun müssen, ist das gesamte Instrumentarium zu nutzen. Denn die Rechtsstaatlichkeit ist eben so grundsätzlich notwendig. Und es ist auch die Grundlage der EU. Und vielleicht noch kurz eine Hinzufügung. Die Unabhängigkeit der Justiz ist nicht eine Frage der nationalen Souveränität. Es ist eine Frage der gemeinsamen europäischen Standards. Und es ist auch eine Frage unserer gemeinsamen Grundrechte. Dementsprechend betrifft es uns alle. Und sozusagen können wir sagen, dass wir alle in Europa im gleichen Boot sitzen und alle agieren müssen. Wir alle haben ein Recht auf eine unabhängige Justiz. Das ist Teil der Grundrechtecharta der EU und auch der Menschenrechtscharta der UN. Die Unabhängigkeit der Justiz muss gewahrt werden, damit auch die EU als solche Wertegemeinschaft fortbestehen kann.
Das ist sicherlich durchaus ein Belastungstest für die europäischen Werte. Und die Europäer müssen jetzt wirklich die Schulterschluss üben, um diese Rechtsstaatlichkeit durchzusetzen, was auch immer es eben benötigt in der EU. Und es betrifft uns Bürger, die den Protest anstiften müssen, um die Unabhängigkeit der Justiz einzufordern. Die Bevölkerung, die Medien, Menschenrechtsinstitutionen, diejenigen dafür verantwortlich machen müssen, die das System aushöhlen. Richter und Staatsanwälte haben innerhalb von Europa ihr Instrumentarium und müssen dementsprechend auch die Unabhängigkeit einfordern. Und die Regierungen einzeln und auch gemeinsam müssen darauf beharren, dass die EU-Mitgliedstaaten, alle Mitgliedstaaten, die Beschlüsse des EuGH auch einhalten. Und die Kommission muss da natürlich auch weitere Vertragsverletzungsverfahren einleiten, wenn diese Unabhängigkeit der Justiz in Gefahr ist. Die Kommission, die Menschenrechtsinstitutionen und die Zivilbevölkerung muss die Umsetzung dieser Beschlüsse auch überwachen und beobachten und die Rechtsstaatlichkeit. Und auch wenn Sie etwas skeptisch sich geäußert haben bezüglich des Verfahrens nach Artikel 7, wenn es dann einen beständigen Vertragsbruch mit den europäischen Werten gibt, ich denke, da ist es doch wichtig, an diesem Verfahren festzuhalten. Und das wäre vielleicht auch eine wichtige Botschaft der Mehrheit. Und wenn der Mehrheit des Europarats sich dafür aussprechen würde, dass jede Regierung an diesem Verfahren teilhaben würde, wenn auch sie selbst unter Beobachtung stehen. Das steht im Text so nicht geschrieben. Da geht nur die Einstimmigkeit. Aber ich denke, es wäre doch wichtig, uns klar zu positionieren, dass die Länder, die selbst unter Beobachtung stehen, an solchen Verfahren anderer Länder nicht teilnehmen dürfen. Sie sagten, dass die EU sicherstellen muss, dass die EU-Finanzierung nur in solchen Ländern ankommt, die auch eine unabhängige Justiz haben. Und wir haben von Kommissar Rehnes gehört, dass dies notwendig ist, um die Finanzierung und um den EU-Haushalt zu schützen, um das Geld des Steuerzahlers zu schützen. Wie kann eine Regierung an die Zivilbevölkerung weitergeben, wenn das hart verdiente Geld in einem anderen Land ausgegeben wird, das nicht einmal eine unabhängige Justiz genießt? Aber ich glaube, es geht noch weiter. Unabhängige Aufrufe schützen die Menschen und nicht nur jene, die regierungsnah sind. Dementsprechend sollte die Europäische Union keine Finanzierung bereitstellen für Länder, in denen eine Unabhängigkeit der Justiz nicht gewährleistet werden kann. Meiner Meinung nach ist diese Bedingung durchaus ein Beitrag zur europäischen Solidarität. Vielen lieben Dank. Die Unabhängigkeit der Justiz ist nicht die einzige Herausforderung, die wir in Europa beobachten. Was Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Menschenrechte betrifft, ein weiteres wichtiges Thema sind Hassreden und Falschinformationen, die von Regierungen oder regierungsfinanzierten privaten Akteuren vorgebracht werden. Und das bringt mich nun zu Ihnen, Frau Adamovic. Im Hinblick auf den Kampf gegen Hassreden, was wäre dort Ihre Erwartung an die deutsche Ratspräsidentschaft? Können Sie mich hören? Ich würde ganz gerne noch 2 Minuten hier dazwischen funken. Ich muss nämlich demnächst abreisen und wenn es möglich ist, noch 2 Minuten. Ich sagte es bereits, wir müssen alle uns zur Verfügung stehenden Instrumente zur Anwendung bringen. Das ist ganz eindeutig klar. Und wir brauchen natürlich auch die Beteiligung der Zivilbevölkerung, die man um die Rechtsstaatlichkeit herum organisiert. Aber ich möchte natürlich, man kann natürlich nicht in den Wahlprozess einschreiten. Aber 2 Bemerkungen. Was die Richter betrifft, ich verstehe voll und ganz die Bemerkung von Herrn Bodnar über die Unabhängigkeit der Richter und die Risiken, die sie in den letzten Monaten und Jahren aufgenommen haben. Und das ist einer der Gründe, warum ich die Kommission um einstweilige Verfügungen und einstweilige Maßnahmen gebeten habe. Das ist nun die Aufgabe meiner Dienststellen, die Inhalt der
Antworten auszuwerten und zu schauen, wie darauf einzugehen ist. An zweiter Stelle möchte ich gerne auf die deutsche Ratspräsidentschaft zu sprechen kommen. Es wird sicherlich eine Debatte geben über die ersten Jahresberichte zur Rechtsstaatlichkeit während der deutschen Ratspräsidentschaft. Aber dann haben wir auch die Möglichkeit, die einzelnen Mitgliedstaaten unter die Lupe zu nehmen. Das ist ein wirklicher Peer Review. Das heißt, es wird einen Druck geben seitens der Mitgliedsländer auf andere Mitgliedsländer, was die Rechtsstaatlichkeit betrifft. Und ich möchte darauf anhalten, den Artikel 7 zu verwenden. Und wir müssen uns auch während der deutschen Ratspräsidentschaft auf ein solches Instrumentarium konzentrieren. Und ich hoffe, dass wir auch in diesem Bereich Fortschritte erreichen können, was die Konditionalität der Finanzierung betrifft. Und da brauchen wir natürlich die qualifizierte Mehrheit. Und als letzte Bemerkung möchte ich noch hinzufügen, dass es ganz wichtig ist, was Herr Bodnar sagte, dass die EU-Institutionen eine wichtige Rolle spielen, um die Rechtsstaatlichkeit in allen Mitgliedsländern durchzusetzen. Aber es ist auch wichtig, eine wahre Debatte auf nationaler Ebene zu unterstützen, in allen beteiligten Mitgliedstaaten. Denn eine wahre Debatte mit der Zivilbevölkerung ist notwendig, denn sonst werden wir keine Fortschritte erreichen können. Wir haben ein großes Instrumentarium, um Prozesse einzuleiten, um Druck auszuüben. Aber wir brauchen diese Debatte mit der Zivilbevölkerung auf nationaler Ebene. Entschuldigen Sie bitte hier diesen Worteinwurf, aber ich habe in Kürze eine Ministertreffen während der kroatischen Präsidentschaft. Ich möchte mich recht herzlich für dieses Webinar bedanken und ich hoffe, dass wir nach der Veröffentlichung des Jahresberichts im September vielleicht die Möglichkeit haben, noch einmal zusammenzukommen und dann auf nationaler Ebene die Inhalte dieser Bestimmungen zu besprechen. Vielen herzlichen Dank. Thanks for being with us. Vielen Dank, Kommissar Randers. Vielen Dank, dass Sie hier präsent waren. Jetzt wenden wir uns Frau Adamovic zu. Zum Thema der Hassreden und wie man die bekämpfen kann. Ja, vielen Dank für die Einladung zu dieser Konferenz und auch für das Aufgreifen solch wesentlicher Themen. Ohne Zweifel ist es so, dass die deutsche Ratspräsidentschaft zu einem schwierigen Zeitpunkt beginnt. Dies erfordert noch nie dagewesene Anstrengungen aus sozialer, wirtschaftlicher und politischer Sicht. Die europäischen Werte sind bedroht. Natürlich wurde versucht, die Pandemie zu bekämpfen und ihre Konsequenzen. Meiner Ansicht nach ist es jedoch so, dass ein Element in diesem Bild fehlt. Ich unterstütze Demokratie und die Wiederherstellung der Bürgerrechte und der Grundfreiheiten. Wir brauchen jetzt mehr denn je in der EU einen ambitionierten mehrjährigen Finanzrahmen. Das kann nicht nur haushaltsbasiert sein auf der Grundlage der Wirtschaft, denn in den nächsten Jahren wird es dazu wesentliche Verhandlungen geben zwischen den EU-Mitgliedstaaten, um den MMF 2021 bis 2027 bald zu verabschieden. Vor dem 17. und 18. Juli möchte ich den Appell formulieren, die ambitionierten Grundsätze des MMF hier zu verabschieden. Natürlich wird das schwierig sein in der aktuellen Situation. Da ist das schwieriger denn je. Dennoch können wir uns nicht nur auf die postpandemische Erholung konzentrieren. Der nächste siebenjährige Haushalt wird unseren Ansatz definieren. Gleichzeitig müssen wir die Wirtschaften retten. Das steht auf dem Spiel. Wir können uns nicht leisten, das große Ganze aus dem Auge zu verlieren. Die Verteidigung der Demokratie muss eine unserer wesentlichen Prioritäten sein. Die Fokussierung lediglich auf die Rettung der Wirtschaft wäre kurzsichtig. Deshalb müssen wir auch das Sozialsystem stärken und das Vertrauen in den Staat und seine Institutionen wiederherstellen. Die Zivilgesellschaft wird hier eine wesentliche Rolle spielen. Die europäische Zivilgesellschaft und unabhängige Medien
werden von wesentlicher Bedeutung für die volle Wiederherstellung der Grundwerte der Demokratie, Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit in Europa sein. Diese Erholung nach der Pandemie darf nicht dazu führen, dass wir unseren Ehrgeiz im Hinblick auf die Unterstützung der Demokratie und ihre Werte verlieren. Initiativen wie die der EU-Demokratie-Aktionsplans, der Medienaktionsplan oder der Digitalplan, das Digitalgesetz, dürfen nicht geringer bewertet werden als andere Gesetzesprojekte. Ferner können Einschnitte in das Werteprogramm nicht akzeptiert werden. Es ist genau dieses EU-Programm, was die Werte der EU hochhält und die Zivilgesellschaft unterstützt und auch NGOs hilft. Wir können nicht unsere Zivilgesellschaft ohne Ressourcen lassen. Ressourcen, die dort so benötigt werden. Einige Worte möchte ich auch noch sagen zum Kampf gegen Hassreden. Wie Sie wahrscheinlich wissen, ist dies ein Thema, was mir besonders am Herzen liegt. Hassreden führen nicht nur zu Fehlinformationen von Menschen, sondern können auch zum Tode führen. Online-Hassreden und Missinformationen werden immer stärker als Instrument dafür genutzt, die soziale Polarisierung zu fördern und diese zu politischen Zwecken auszunutzen. Der Kampf hiergegen ist nicht nur zweckdienlich für die Menschenrechte, sondern ist auch ein grundlegender Faktor für die Definition der Rechtsstaatlichkeit und Demokratie in der EU. Betonen möchte ich, dass ich hier nicht nur über den Schutz der Medienfreiheit sprechen, den Kampf gegen Fehlinformationen und Hassreden als unsere moralische Pflicht. Das sind die Grundsteine unserer Verteidigung der Demokratie. Der Kampf gegen Missinformationen und Hassreden betrifft nicht nur den Bereich Menschenrechte, sondern wird auch ein wesentliches Element im Bereich der Verteidigung der Rechtsstaatlichkeit in der EU und der Verteidigung der Demokratie, was eine wesentliche Vorbedingung für das Überleben der EU ist. Gestatten Sie mir ferner anzumerken, dass dieser Appell Hand in Hand geht mit meinen vorher formulierten Argumenten in Bezug auf die ambitionierte Finanzierung und Betonung aller Initiativen für Demokratie, Medienfreiheit und Pluralismus. Unsere Haltung zu Hassreden muss klar sein. Die Straffreiheit im digitalen Raum äußert sich auch immer stärker in Hassattacken, die online geführt werden. Mir ist die Kritik an mehreren Gesetzesinitiativen bekannt und bewusst auf nationaler Ebene. Sie werden kritisiert dafür, dass sie versuchen, gegen Hassreden zu agieren, aber die Freiheit des Ausdrucks, die Redefreiheit nicht berücksichtigen. Ich möchte betonen, dass wir uns fokussieren müssen auf das Spannungsfeld zwischen dem Kampf gegen die Meinungsfreiheit und ungerechtfertigte Förderung von Hassreden. Das ist eine wesentliche Aufgabe für die EU bei ihrer Arbeit an dem Vorschlag in Bezug auf das Digitalgesetz. All unsere Handlungen und Gesetzesakte müssen absolut den Schutz der Meinungsfreiheit berücksichtigen als einen der Grundpfeiler der Menschenrechte. Wenn jedoch das Recht auf Redefreiheit, Meinungsfreiheit als Instrument benutzt wird zur Massenmanipulation, was zur Nichtigkeit der Demokratie führt, dann wird das zur Antithese der Freiheit. Diese Freiheiten können nicht dazu eingesetzt werden zur Versklavung. Demokratische Verfahren dürfen nicht zur Zerstörung der Demokratie eingesetzt werden.
das Gegenmittel der Nutzung der Redefreiheit zur Manipulation ist die Steigerung der Unabhängigkeit und des Pluralismus von Medien, Zugang zu Informationen, einschließlich des Schutzes verlässlicher Journalisten und letztendlich auch Unterstützung für Medienarbeit. Das sollten nicht nur unsere Prioritäten sein, sondern sie müssen es sein. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Adamowicz. Jetzt möchten wir gerne öffnen für die Fragen und Anmerkungen seitens unserer Zuhörer und Zuschauer. Frau Baranowski hat bereits ihre Beiträge eingesammelt und bitte sehr. Ja, vielen Dank noch einmal für alle Fragen und Anmerkungen. Und eines der Themen, das ich gerne hier an die Podiumsteilnehmer richten möchte, ist das Missverständnis zur Rechtsstaatlichkeit und die zur Rolle verschiedener Akteure. Wie Richter Ulrich Majdowski am Anfang sagte, gibt es einige rote Linien in Bezug auf die Rechtsstaatlichkeit, selbst wenn wir uns das aus unterschiedlichen Seiten anschauen. Und hier haben wir die Rolle von Anwälten, von Beamten, auf die Öffentlichkeit zuzugehen, zu erklären, aufzuklären zu bestimmten Themen. Und beginnen möchte ich damit zu sagen, zur ersten Frage, es geht um die Zerstörung von Wojciech Sadurski zur Zerstörung der Rechtsstaatlichkeit, der sich hier sehr stark engagiert mit der Öffentlichkeit, auch zur Rechtsstaatlichkeit. Wojciech hat erläutert, wie Richter hier einbezogen werden können in solche Maßnahmen und wie wir in Polen sehen können, ist es so, dass auch in vielen Situationen das so ist, dass die Richter tatsächlich sehr aktiv sind, Besonderheiten zu erläutern und auch zahlreiche Details zu erläutern im Hinblick auf die Entwicklung in Polen. Die Richterin Angelika Nussberger hat darüber gesprochen, wie Richter dafür verantwortlich sind, wenn sie missverstanden werden. Und das ist dann natürlich auch eine sehr machtvolle Aussage heute. In diesem Podium haben wir auch über die Rolle gesprochen, die lokale Gemeinschaften spielen können und Gemeinden und auch nationale Menschenrechtsorganisationen. Im Ergebnis der Fragen des Publikums möchte ich ansprechen, welche Rolle haben Menschenrechtsinstitutionen, Richter, lokale Institutionen und Regierungsinstitutionen bei der Kommunikation zur Öffentlichkeit, zur Rechtsstaatlichkeit aus. Den Zuhörern sind Fragen entstanden, ob es Zweifel daran gibt, dass möglicherweise in diesem Eintreten hier für die Unabhängigkeit der Institutionen in Gefahr ist. Insofern würde ich dieses Podium bitten, dies auch einmal zu berücksichtigen. Das heißt, ob diese Zweifel tatsächlich berechtigt sind. Und es wäre sehr schön, wenn wir hier Anmerkungen insbesondere zu den Institutionen bekommen können, die Sie vertreten, als auch zu Richtern, die natürlich das Thema heute in allen Podien sind. Würden Sie gerne was sagen? Ja, danke. Ich würde gerne die Frage aufnehmen, welche Rolle haben die nationalen Menschenrechtsorganisationen gegenüber der Öffentlichkeit? Und Adam Bodnar hat bereits richtigerweise gesagt, wir müssen hier der Öffentlichkeit gegenüber darstellen, was Rechtsstaatlichkeit überhaupt bedeutet, was Unabhängigkeit der Justiz bedeutet. Und ich denke, das können wir, wenn wir beispielsweise, wir müssen also beispielhaft darstellen, was Rechtsstaatlichkeit bedeutet. Nehmen wir mal die Corona-Pandemie, auf die sich auch bezogen wurde von einigen Sprechern. Aus deutscher Sicht würde ich sagen, das, was wir bei der Corona-Pandemie erlebt haben, ist, dass unabhängige Gerichte hier eine Rolle dabei gespielt haben, die Regierung für übermäßigen Maßnahmen, Schutzmaßnahmen der Regierung zu schützen. Und das war etwas, was für mein eigenes Land sehr wichtig war, denn dies hat uns dann dabei geholfen, die Diskussion umzulenken auf das, wie genau wir den Schutz gegen die Corona-Pandemie ausbalancieren mit anderen rechteeinschränkenden Maßnahmen. Das ist also ein ganz klarer Fall, wo man das aufzeigen kann. Und das müssen wir, glaube ich, auf bessere Weise tun, um es sichtbar zu machen, dass die Unabhängigkeit der Justiz nicht etwas, also dazu da ist, um die Richter als Selbstzweck zu schützen, sondern wir alle sollen geschützt werden. Und das ist es, wo wir uns engagieren müssen. Das ist ein sehr wesentlicher Punkt, den Sie hier vorbringen. Die Corona-Pandemie hat natürlich unsere Wahrnehmung von so vielen Dingen verändert. Und das ist eines der Probleme. Also Adam Bodnar, würden Sie sagen, dass in Polen die Erfahrung der Corona-Pandemie
sich in irgendeiner Weise ausgewirkt hat auf die Wahrnehmung dieser Unabhängigkeit der Gerichte bzw. der Debatte hierzu? Ich denke, dafür ist es tatsächlich noch zu früh. Ich denke, es gab eine ganze Reihe von Situationen, bei denen unsere Rechte eingeschränkt wurden aufgrund der Pandemie, weil die Regierung den Not- oder den Ausnahmezustand vielleicht nicht unbedingt angerufen hat, sondern bestimmte neue Regelungen eingeführt hat. Aber dann in einigen diesen Fällen, die aus diesen Einschränkungen hervorgegangen sind, das wird sicherlich vor Gericht gehen. Es gibt eine ganze Reihe von Gerichtsverfahren gegen die Staatskasse aufgrund von Schadensersatzansprüchen. Und wir beobachten, dass die Menschen gegen bestimmte Strafen protestieren, die auferlegt wurden. Und viele dieser Fälle werden sicherlich vor Gericht gehen. Und ich denke, das ist eine Möglichkeit der Zivilbevölkerung zu erklären, warum solche unabhängigen Gerichte eben auch in diesem Zusammenhang wichtig sind. Und meiner Meinung nach bedarf es einer ganzen Reihe von Dingen. Und das betrifft nicht allein Polen, sondern auch die anderen EU-Mitgliedstaaten. Was wir brauchen, ist, dass wir viel Zeit und Energie in innovative und kreative Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten investieren und um den Wert der Rechtsstaatlichkeit besser bekannt zu machen, wie wichtig die Unabhängigkeit der Justiz ist für jeden Einzelnen von uns. In Polen gibt es da einige gute Beispiele und ich glaube, die Anwaltsvereinigung Justitia hat dort einige interessante Ideen vorgegeben, zum Beispiel bestimmte Plattformen in den sozialen Medien, um die Bedeutung zu verdeutlichen. Aber ich glaube, das ist nicht genug. Wir sollten nicht nur die Bildungsangebote nutzen, um dies als Instrument zu verwenden, um das derzeitige System zu verteidigen gegen die täglichen Angriffe, sondern wir sollten unsere Bemühungen zu verstärken und die bewährten Praktiken auch in andere EU-Mitgliedstaaten überführen. Und wenn die Europäische Union ein Interesse daran hat, in diese Methoden zu investieren, diese Rechtsbildung und Ausbildung vorzuführen, dann wäre das sicherlich im Interesse aller. Die Frage, die hier zuvor noch einmal vorgebracht wurde, da ging es nicht nur um die Richter und die Gerichte selber, also nicht nur um die Rechtsgemeinschaft, sondern um die Zivilbevölkerung, die Bevölkerung als Ganzes. Frau Adamowicz, was würden Sie sagen? Haben die Medien und auch die Kommentatoren in Europa, auf europäischer, auf EU-Ebene, haben diese Kommentatoren genug getan, um die Aufmerksamkeit auf das Thema der Rechtsstaatlichkeit zu lenken? Dr. Bodnar bezog sich schon auf Initiativen der Bildung und Aufklärung. Und dem kann ich nur beipflichten. Die Bildung ist grundlegend wichtig. Nedja Lidresna ist ein Fall, den ich dazu heranführen möchte. Wir müssen nicht nur junge Menschen unterrichten, sondern die gesamte Bevölkerung. Und zwar darin, wie die Medien zu verstehen sind, um sich eben auch nicht manipulieren zu lassen. Es ist wichtig, Organisationen zu unterstützen, die solche Bildungsangebote rausgeben. Und es ist auch wichtig, die Meinungsfreiheit einzusetzen. Und es ist wichtig, diese Unabhängigkeit und den Pluralismus zu fördern. Und wie man eben den Zugang zu Informationen erweitern kann. Freier Journalismus ist natürlich ein grundlegender Eckstein für dieses Thema. Die Rolle der Medien ist daher ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt in unserer Diskussion. Die freien Medien müssen dementsprechend natürlich mit allen Mitteln unterstützt werden und möglichst auch finanziert werden.
Weiterhin gibt es natürlich auch eine digitale Alphabetisierung, die nicht außen vor gelassen werden kann. Das ist nicht einfach nur eine zusätzliche Fähigkeit. Das ist die Fähigkeit, die jeder heutzutage beherrschen muss. Der moderne Bürger der Europäischen Union muss diese Digitalisierung beherrschen und mit den digitalen Instrumenten umgehen können. Wenn wir uns der Probleme bewusst sind, können wir uns natürlich viel besser gegen Manipulationen schützen, gegen Falschmeldungen und natürlich auch etwas gegen die Spaltung der Gesellschaft tun. Ja, vielen Dank. Vielleicht können wir hierzu noch ein wenig mehr vom Publikum hören. Ich hätte da noch zwei Fragen, spezifischere Fragen, als Reaktion auf die Entwicklungen, die derzeit stattfinden. Zuerst einmal haben wir eine Entwicklung der Hassreden, die wir ganz besonders online beobachten können, ganz besonders auch gegen Minderheiten. Und die Fragen richten sich auf an die Reaktion des Staates und was Deutschland ganz besonders auch während der Ratspräsidentschaft tun kann und ob das vielleicht auch mit auf der Tagesordnung steht. Die zweite Frage richtet sich an die Reaktion auf LGBT-freie Zonen in Polen, die als solche eingerichtet wurden und welche Reaktionen der lokalen Bevölkerung möglich wären und natürlich auch nationale Institutionen und wie solche Diskriminierungen in solchen als frei erklärten Zonen verhindert werden können. Ich denke, Frau Speck, die erste Frage könnte ich an Sie weiterleiten, die zweite Frage vielleicht dann an Adam Bortner und wer auch immer sich dazu äußern möchte. Und ich bitte Sie, sich relativ kurz zu fassen, denn wir werden bald zum Schluss kommen. Vielen lieben Dank. Ich werde mich durchaus sehr kurz fassen, möchte auch den übrigen Podiumsteilnehmern für ihre Beiträge danken. Das sind durchaus sehr viele interessante Beiträge, auch zu dem, was ich bereits erwähnt habe zu Beginn, was wir während der Ratspräsidentschaft vorhaben. Wir arbeiten sehr eng mit der Kommission zusammen und kommen da vielleicht auch auf die Frage zurück, die von Frau Baranowska formuliert wurde. Wir brauchen diese breite Diskussion in der Öffentlichkeit. Ich glaube, das ist auch das Vorhaben der Kommission. Das wird nicht nur im Bundestag passieren. Der Bundestag ist sehr interessiert an dem Jahresbericht der Rechtsstaatlichkeit. Hier haben wir nun die Möglichkeit, das Thema noch einmal ganz breit zu diskutieren in jedem einzelnen der Mitgliedstaaten, nicht nur auf EU-Ebene, sondern eben auch auf den verschiedenen nationalen Länderebenen und mit der Zivilbevölkerung. So viel erstmal dazu. Frau Adamowicz, Sie sprachen über die Gespräche des mehrjährigen Finanzierungsrahmens und dass die Rechtsstaatlichkeit in diesem Zusammenhang auch eine Kondition sein müsste und dass auch während der Ratspräsidentschaft von deutscher Seite unterstützt werden sollte. Wir unterstützen die Kommission da in ihrer Position, eine qualifizierte Mehrheit einzusetzen, um den Schwellenwert sehr hoch anzusetzen. Was die Hassreden betrifft und die Entwicklungen auch bezüglich der Falschmeldungen, kann ich bestätigen, dass auch dies ein wichtiges Thema für die Ratspräsidentschaft sein kann. Das wird auf jeden Fall auf unserer Tagesordnung stehen. Wir konzentrieren uns auch auf Entwicklungen im Bereich des Antisemitismus. Wir möchten ein Netzwerk einrichten, um Informationen auszutauschen zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten, was dort die Entwicklungen betrifft. Und wir möchten auch mehr Bewusstsein schärfen für dieses Thema. Während der Krise konnten wir auch beobachten und auch natürlich als Ergebnis der Krise, dass solche Themen stärker Bedeutung finden. Was Fehlinformationen und Falschinformationen betrifft, auch hierzu soll es eine Konferenz geben, um ganz besonders Falschmeldungen im Internet zu behandeln. Und dann gibt es sicherlich auch noch Schlussfolgerungen des Rates, um Falschmeldungen zu verhindern und zu schauen, was die EU dort auf verschiedenen Ebenen tun kann, um die Gesellschaft vor solchen Falschmeldungen zu schützen. In den letzten Wochen und auch während der Krise haben wir sehr viele gute Beispiele gesehen, wie wichtig es ist, dieses Thema immer wieder auf die Tagesordnung zu bringen. Vielleicht noch zwei Sätze, die ich dem gerne hinzufügen möchte. Vielleicht können Sie auch direkt auf die zweite Frage antworten. Zwei Sätze vielleicht noch. Ich würde gerne noch einmal unterstreichen, dass
Wer für den Rechtsbruch verantwortlich ist in Polen, ist natürlich die Regierungspartei. Das heißt, die Zivilbevölkerung darf dafür nicht bestraft werden, indem aufgrund der Fehler der Regierungspartei. Wenn also Mechanismen berücksichtigt werden, dann müssen sie so aufgebaut werden, dass die Bevölkerung daraus keine Nachteile zieht und dass auch wirklich diejenigen bestraft werden, die dafür verantwortlich sind. Denn die Polen sind in ihrer Eigenschaft nicht schuldig für das, was derzeit von der Regierung umgesetzt wird. Vielen Dank. Adam, wollten Sie noch etwas hinzufügen? Ich glaube, nun bin ich an der Reihe, hier noch einmal Reaktionen aufzunehmen. Ich werde mich versuchen, auf diese zwei Fragen zu beziehen, auf den Kampf gegen Hassreden und Falschmeldung, ganz besonders online. Ich glaube, es gibt da eine ganz interessante Möglichkeit, die sich während der EU-Ratspräsidentschaft auftut. Und zwar ist es die Arbeit an dem DSA-Paket. Das ist das Paket für digitale Dienstleistungen. Und in diesem Moment hat die Europäische Union die Möglichkeit, viel zu tun, um Inhalte zu regeln, die online bereitgestellt werden, auf verschiedenen sozialen Medien, auf verschiedenen sozialen Plattformen. Und in Polen haben wir folgendes Problem. Es gibt dort eine Diskrepanz zwischen der Bereitstellung von Dienstleistungen gegen Hassrede und die Diskriminierung. Also die LGBT-Gemeinde ist zum Beispiel nicht geschützt vor Hassreden, während ethnische Minderheiten oder andere Gruppen oder religiöse Minderheiten durchaus geschützt werden. Und viele sagen, okay, weil es eben diese Diskrepanz gibt, bedeutet das, dass wir dann mehr tun, wenn es sich um homophobe Hassreden handelt. Und wenn die EU-Kommission vielleicht diese verschiedenen Aspekte der Hassreden berücksichtigt, die im Artikel 19 des AEUV niedergeschrieben sind, dann hätten wir durchaus die Möglichkeit, eben auch Hassreden in den verschiedenen sozialen Plattformen einzuschränken. Ich denke also, es wäre wichtig, diese Verhandlungen aufzugreifen und die Hassrede dann tatsächlich auch in dieser Weise anzugehen. Das wäre sicherlich auch ein Weg, die EU-Agenda voranzutreiben. Was die LGBT-Ideologie betrifft, also diese LGBT-freien Zonen sogenannt, das ist ein durchaus komplexes Thema. Das kann man vielleicht nicht mit wenigen Sätzen erklären. Aber ich würde gern dazu beitragen, dass die wichtigsten Maßnahmen, um diesen Zonen entgegenzutreten, ist die Unterstützung von Organisationen und Akteuren der Zivilgesellschaft, die sich schon seit Jahren für die Rechte der LGBT-Gemeinde einsetzen, die sich gegen Homophobie einsetzen. Das sind die Organisationen, die tatsächlich wissen, was zu tun ist und wie man das lokale Publikum mit an den Tisch bekommt und die Interessenvertreter. Und die Kommission sagte, dass die Finanzierung an lokale Regierungen geblockt werden könnte, die nicht unterstützend sind, das Prinzip der Nichtdiskriminierung aufgrund der sexuellen Ausrichtung nicht respektieren. Das ist wirklich sehr wichtig, denn es wäre ein praktisches Beispiel für die Kombination europäischer Werte mit tatsächlichen realen Themen der Zusammenarbeit. Ich habe heute auch an einem Webinar teilgenommen oder vor kurzem, die einer interparlamentarischen LGBTI-Gruppe stattgefunden hat. Und das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und ich denke, dass das aufgesetzte Schreiben durchaus eine Auswirkung auf den lokalen Diskurs hatte. Und als Ombudsmann möchte ich abschließend noch sagen, dass ich verschiedene lokale Gerichte auch den Verfassungsverwaltungsgerichten vorlegen kann. Und Mitte Juli wird es die erste Anhörung vor einem lokalen Verwaltungsgericht geben, was die Beschlüsse der lokalen Regierung betrifft. Schauen wir also einmal
mal, was die polnischen Gerichte mit diesen Beschlüssen anfangen. Und ich hoffe, dass die Gerichte tatsächlich sagen, dass diese nicht dem EU-Recht entsprechen, aber auch der polnischen Verfassung nicht entsprechen. Und dann können wir diesen Prozess dann hoffentlich stoppen, dass solche Beschlüsse übernommen werden. Denn diese sind durchaus sehr peinigend und hätten nie angenommen werden dürfen. Vielen Dank, Alain Bodnar. Bitte sehr. Ich wollte noch eine neue Frage eingehen, die Dr. Bodnar aus den Diskussionen gebracht hatte, nämlich dass Zweifel zum Ausdruck gebracht wurden, ob die Unabhängigkeit der Justiz tatsächlich in Gefahr ist. Und hier ist meine Antwort ganz klar. Der Europäische Gerichtshof, der Europäische Menschengerichtshof, die Venedig-Kommission sind alle zu dem Schluss gekommen, dass es ernsthaft Verletzungen der Unabhängigkeit der Justiz gibt. Und dies nach eingehenden Prüfungen. Meine Bewertung dessen ist also, natürlich kann man mit diesen Ergebnissen nicht einverstanden sein. Aber wenn man damit nicht einverstanden ist, ist man mit den fundamentalen EU-Werten, die diesen Erkenntnissen zugrunde liegen, nicht überein. Ja, damit haben wir das Ende erreicht. Vielen Dank für die Beiträge. Damit gebe ich wieder an unseren Gastgeber zurück. Die Gelegenheit für zwei Sachen, die ich mit Ihnen teilen möchte. Das erste ist, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für Ihr geduldiges Mithören, Mitschauen, wo auch immer Sie uns zugeschaltet waren. Es war lange, über 3 Stunden. Das ist für ein Online-Forum tatsächlich lang. Und wir möchten uns gleichzeitig bedanken bei all denjenigen, die hier mitgestaltet haben, als Mitstreiterinnen, Mitdiskutierende, als Moderatorinnen. Ich glaube, das war hilfreich und es war toll, dass Sie die Zeit eingesetzt haben, dabei zu sein. Einen besonderen Dank dabei möchte ich, wir sollten nicht vergessen, dass wir in 3 Sprachen gearbeitet haben, einen Dank richten an unsere Übersetzerinnen, die hier mit uns im Raum sind, die uns sozusagen ermöglicht haben, uns über die Grenzen hinweg zu verständigen. Das ist ganz hilfreich. Und ich möchte mich natürlich am Ende bedanken bei unseren Kollegen vom Büro des polnischen Ombudsmanns für Menschenrechte, Herrn Dr. Taborowski und Adam Bodnar, dass wir das zusammen organisieren konnten. Und wir hoffen natürlich auf eine weiter anhaltende, gute Zusammenarbeit unserer beiden nationalen Menschenrechtsinstitutionen. Ich vergessen möchte ich das große Engagement unseres Teams der Öffentlichkeitsarbeit in unserem eigenen Institut, Frau Sonnenberg, Herr Stelzer, Frau Hildebrand, Frau Schäffer, die das Ganze möglich gemacht haben. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ganz herzlichen Dank dafür. Und die Frau Jank. Dann hat mich mein zweiter Gedanke, der Herr Povenschulte, erreicht. Sie erinnern sich, unser Gastgeber eigentlich, der verhindert war durch technische Schwierigkeiten und der hat noch mal uns sozusagen eine Videobotschaft aufgezeichnet, die wir im Anschluss auf dem YouTube-Kanal des Deutschen Instituts für Menschenrechte hochladen. Da können Sie alle das lesen. Aber ich möchte vielleicht noch mal 4 seiner zentralen Gedanken, die ihm sehr wichtig waren, mitgeben, weil sie auch wichtig sind für das Bundesland Bremen und sein Engagement für Rechtsstaatlichkeit und liberale Demokratie. Der erste ist, wir dürfen die zentrale Bedeutung von Rechtsstaatlichkeit und liberaler Demokratie überhaupt nicht vergessen. Dr. Bovenschulte ist selber Jurist und weist noch mal darauf hin, wie zentral das ist letztendlich für unsere eigenen demokratischen Institutionen. Er hat noch mal darauf hingewiesen, das ist ein zweiter Gedanke, dass wir vor wenigen Jahren vielleicht überhaupt nicht über Rechtsstaatlichkeit als Thema nachgedacht haben, dass wir das aber jetzt tun müssen, weil eben sozusagen Demokratie und politische Stabilität lange als unverrückbare Größen galten, aber jetzt doch eben wieder neu verteidigt werden müssen. Der politische Ton, sagt er, hat sich in diesem Kontext verändert. Das Klima ist rauer geworden. Gesellschaften driften zu leicht sozial und politisch auseinander. Daran müssen wir arbeiten. Der dritte Gedanke ist, eine politische Gegenbewegung kommt auch aus Städten und Gemeinden, die sozusagen ein Zeichen für liberale und demokratische Entwicklung setzen können. Und in diesem Kontext wollte er noch mal darauf hinweisen, dass er einen sehr herzlichen virtuellen Gruß von Bremen nach Danzig schicken möchte, weil das sozusagen ein Ausdruck ist dieser Kollaboration. Und am Ende seiner Eingabe sagt er noch mal, der liberale Rechtsstaat ist ja vor allen Dingen deshalb so wichtig, weil er Grundrechte und Verfahrensrechte auch gerade für Menschen garantiert, die schwächer sind in unseren Gesellschaften. Also für Minderheiten, für die anders glauben, die sexuelle Orientierung anders ist. Das sind die, die wirklich den Rechtsstaat auch brauchen, nicht nur die, denen sowieso im Mainstream es relativ gut geht. Das ist, glaube ich, wichtiger Gedanken von Herrn Bovenschulte, die ich mit Ihnen noch mal teilen wollte.
Ich komme jetzt zum Schluss. Ich wünsche Ihnen allen, dass Sie weiter einen guten Tag haben. Wir hoffen, dass wir mit der Veranstaltung wichtige Akzente setzen könnten und laden Sie ein, sie durchaus noch mal anzuschauen, wenn Sie nicht die ganze Zeit dabei sein können. Sie steht auf dem YouTube-Kanal unseres Instituts. Sie können auch den Stream mit Kollegen, Freunden teilen, wo Sie denken, das ist sinnvoll. Und Sie können sich auch noch mal das Statement von dem Herrn Bovenschulte anschauen. Herzlichen Dank für Ihre lange Aufmerksamkeit und hiermit schließe ich die Veranstaltung.